Dieses starre Vorgabensystem hat meiner Meinung nach Initiative nur erstickt und keine entfaltet. Haben Sie eigentlich den Eindruck, dass man jetzt nach 30 Jahren vielleicht doch einen etwas offeneren, anderen, weniger ideologiebehafteten, freieren Blick auf die Zeit der Wende, auf die DDR und auf die Zeit nach der Wende hat? Ja, den Eindruck habe ich für mich persönlich auch gewonnen. Und wenn man die Zeitung heute aufschlägt, weht ein oft auch dieser Tenor entgegen. Das hängt wahrscheinlich jetzt gerade auch, wenn Politikerinnen und Politiker das machen, hängt das garantiert damit zusammen, dass wir noch etliche Wahlen vor uns haben. Die letzten sind gerade für die GroKo-Parteien tüchtig verloren gegangen. Und sie bemühen sich jetzt im Osten wieder Aufmerksamkeit für sich und ihre Politik zu erregen. Das erinnert an die Kohl-Zeit, der ja 1990 auch versucht hat, indem er den DDR-Bürgerinnen und Bürgern die harte Mark versprach, Aufmerksamkeit für sich zu erregen und seinen Absturz, der eigentlich bevorstand, dem zuvorzukommen. Und das ist ihm dann leider gelungen. Ich erinnere mich, dass ich 1990 bei dem Bonn-Besuch der Motorregierung, bevor das dort im NATO-Saal war die Zusammenkunft der beiden Regierungen, losging, musste jeder von uns mit einem Partner, mit dem er vorher schon, Wochen vorher schon zu tun gehabt hatte, sprechen. Mich empfing Herr Köhler, der spätere Bundespräsident. Und der hinterließ bei mir damals den Eindruck, also selbst er, der doch allerhand Verstand hatte, konnte nicht einsehen, dass es Skeptiker gibt oder Fragesteller, der empfing mich nämlich mit der Frage, springen Sie nicht 3 Meter hoch, Frau Luft. Ich sage, warum sollte ich? Naja, der Kanzler hat doch der DDR-Bevölkerung angeboten, alsbald nicht mehr als Menschen zweiter Klasse, als Deutsche zweiter Klasse erkannt zu werden im Ausland. Sie kriegen die harte Mark. Da springt man doch 3 Meter hoch. Ich sage, ich kenne niemanden, der sich da nicht freuen würde, aber wenn er sich Wünsche erfüllen kann, die er vorher nur dem Sagen nach kannte. Und da sagt, was meinen Sie denn? Ich sage, naja, also erstens sehe ich, dass der Ostmarkt, dass der Binnenmarkt belastet wird und Menschen ihre Arbeit verlieren, die in den Betrieben arbeiten, in denen vorher ihre Produkte hergestellt wurden. Und zweitens wird auf dem Außenmarkt das Gleiche passieren. Da sagt dieser Mensch zu mir, warum sind Sie denn so arrogant, Frau Luft? Ich habe ihn dann 4, 5 Jahre später wieder getroffen bei einer großen internationalen Veranstaltung. Da kommt er auf mich zu und sagt, ich habe oft an unser damaliges Gespräch gedacht. Wir haben wirklich den DDR-Bürgerinnen und Bürgern was abverlangt, was nicht in Ordnung war. Nach 1989, in der Wendezeit und auch danach, wurde vor allen Dingen der Blick auf die ökonomische Misere der DDR gelenkt und natürlich auch auf die politische, auf die demokratische Misere, aber natürlich auf die ökonomische auch besonders. Später kam es dann dazu, dass viele gerade im Osten doch eher einen verklärteren Blick auf die DDR im Rückblick gewendet haben, also in Verteidigungspositionen zu gehen. Also erstens finde ich, ist eine psychologisch verständliche Reaktion, wenn jemand, der im Osten groß geworden ist, wohlgemerkt mit den Problemen, die es gegeben hat, dann am Ende von anderen, die nicht dabei gewesen sind, die auf dem Hochsitz saßen und von oben geguckt haben, hören muss, dass bei uns alles kaputt und alles marode und alles pleite war. Das ist eine verständliche Reaktion, psychologische verständliche Reaktion, wenn bei vielen dann der Stahl hochgeht, auch bei mir. Ich habe nie zu denen gehört, die beschönigt haben, was in der DDR war, aber mich pausenlos bombardieren lassen zu müssen mit Dingen, die sich früher oder später sowieso als falsch erwiesen von den Anwürfen, das ging mir auch ab. Zweitens kommt hinzu, finde ich, dass mit dem Hinein
kommen in die Bundesrepublik Deutschland, die ja die alte geblieben war, hat man gemerkt, dass dort auch nur mit Wasser gekocht wird. Manchmal mit kaltem Wasser versucht wird zu kochen. Und das hat auch diesen anderen Blick hervorgebracht. Lasst uns mal auf beide Seiten gucken. Es kam dann in der Zeit ja auch hervor, die DDR ist zwar implodiert, aber das muss doch nicht bedeuten, dass alles, was dort war, in die Tonne getreten werden muss. Ich habe mich da immer an Hegel erinnert, der gesagt hat, wenn man auf etwas Neues zugeht, was Altes zurücklässt, darf man das Alte nicht einfach vergessen und kaputt machen, sondern man muss sortieren und man muss heraussuchen, was auch für die Zukunft wichtig sein kann. Das ist doch völlig unterblieben. Die DDR war eine Mangelwirtschaft. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu diesem Begriff Mangelwirtschaft? Also, dass es in der DDR Mängel gab, bezweifelt sicherlich niemand, der dabei gewesen ist. Ich habe diesen Begriff Mangelwirtschaft zu DDR-Zeiten nicht gekannt. Ich sagte schon, dass es Mängel gab, ist ja unbestritten. Und dass die manchmal auch sehr krass waren, ist auch unbestritten. Aber eine gesamte Volkswirtschaft als Mangelwirtschaft zu bezeichnen, das halte ich nach wie vor für nicht zutreffend. Ich nehme jetzt mal das Auto aus. Da hat man auch die Preise erhöht und dennoch gab es nach wie vor Nachfrage und Wartelisten. Aber viele andere Konsumgüter, da hätte man eine andere Preispolitik machen können, um Angebot und Nachfrage mehr in Übereinstimmung zu bringen. Also das war eine Sturheit, ich habe sie jetzt am Preismechanismus gezeigt, die gab es auf vielen, vielen anderen Gebieten. Wo es heute Mangel gibt, kein Mensch käme auf die Idee zu sagen, die Bundesrepublik ist eine Mangelwirtschaft. Sie hat Mängel auf dem und dem Gebiet, aber eine Mangelwirtschaft, nein. Im Nachhinein betrachtet scheint ja eines der großen oder auch ökonomischen Grundprobleme in der DDR gewesen zu sein, dass Gewinne und Abschreibungen zentralisiert waren, dass die Betriebe, dass die Kombinate überhaupt keinen Spielraum hatten, mit dem, was sie getan haben, dann auch wirklich wirtschaften zu können. Ist das eigentlich zu DDR-Zeiten thematisiert worden und wenn ja, von wem? Da ist das Stichwort neues ökonomisches System, Anfang der 60er Jahre. Ich war da junge Assistentin, habe aber in dem großen Kreis derer, die an der Hochschule für Ökonomie mit diesem Thema beschäftigt waren, mich dort auch eingebracht. Gewinnbeteiligung von Unternehmen, um ihre Interessiertheit zu erhöhen, war eines der Hauptthemen. Neben Reduzierung dieser unendlichen Zahl an Plankennziffern, Kennziffern, Koeffizienten, Bilanzanteile, was es gab, es ging in die Tausende solcher Vorgaben. Das hat doch nicht Initiative entfaltet, das hat eher Initiativen erstickt. Wir haben damals vielfach wahrgenommen, es gibt so tolle Ideen in den Unternehmen, in den Betrieben, in den Kombinaten von Menschen, die was drauf haben. Sie konnten diese Ideen nicht umsetzen, weil es erforderlich gewesen wäre, man hat Material dafür, man hat wissenschaftlich-technische Leistungen, kann man anfordern und so weiter. Dann sind viele Ideen einfach verkauft worden am Ende an andere, die kaufkräftig waren in anderen Ländern. Dieses starre Vorgabensystem hat meiner Meinung nach Initiative nur erstickt und keine entfaltet. Das sollte im Nöss geändert werden. Die Partei fürchtete um ihr Weisheits- und Wahrheitsmonopol. Wenn man Unternehmen, heute sage ich Unternehmen, damals sagten wir Betriebe und Kombinate, wenn man denen mehr Freiheit gibt, dann geht ein Stück von unserem Monopol verloren. Und die DDR-Oberen wurden in dieser Frage eben auch unterstützt aus Moskau, das muss man auch sagen. Würden Sie eigentlich als einen der großen Sündenfälle der DDR-Ökonomie, der Wirtschaftspolitik bezeichnen, wie die Akkumulationsrate, wie es mit der Akkumulationsrate umgegangen worden ist, die ja im konsumtiven Bereich sehr wohl immer also gestiegen ist, aber vor allen Dingen im produktiven Bereich ja katastrophal war. Ja, die Zahlen, wenn man sich die nochmal vor Augen führt, sind eine absolute Katastrophe. Zwischen 1970 und 1988, also ein Jahr vor der Wende, war die Akkumulationsrate von 29% auf 21% gesunken.
viel schlimmer darunter die produktive Akkumulation. Also wenn man die Ausgaben zum Beispiel für das Riesenwohnungsbauprogramm abrechnet, nur das, was tatsächlich in die Erneuerung der Grundfonds gegangen ist und für Innovationen ausgegeben wurde, die war 1988 unter 10%, 9,9% etwa. Ja, das ging an keinem Ökonomen vorbei, selbst wenn das in den ökonomischen Zeitschriften nicht gewollt war, dass man darüber nun groß noch was in die Öffentlichkeit bringt. Nicht? Aber das war die absolute Katastrophe und hat am Ende zu dem geführt, was man uns ja zu Wendezeiten und noch Jahre danach immer vorgehalten hat. Ihr habt Maschinen, die stammen aus den 20er Jahren. Ja, das stimmte in einem Teil der Unternehmen. Und dennoch habe ich immer den Hut gezogen vor den Menschen, die mit diesen Maschinen noch Tolles produziert haben. Der Aufwand hat nicht interessiert. Wir hatten Bereiche, in denen wirklich antike Maschinen standen, wenn ich das mal schön geistig sagen darf. Aber es gab natürlich auch gerade in der zweiten Hälfte der 80er Jahre noch Importe von modernsten Ausrüstungen aus Japan, aus Frankreich, aus Italien, aus Österreich für die chemische Industrie, für andere Bereiche der Industrie, wo ja niemand sagen will, die haben uns damals schon alte Hüte verkauft. Nein, die waren modern. Aber die Akkumulationsrate, das war das kranke Kind, ja. Es gab ja an der Hochschule für Ökonomie, deren Rektorin Sie waren, eine Arbeitsgruppe, die Karlshorster Foren, das heißt, da wurden Studien erarbeitet, da wurden Vorschläge erarbeitet, da wurde sich Gedanken gemacht darüber, wie man vielleicht doch das Blatt auch ökonomisch wenden kann. In welcher Schublade sind die denn dann verschwunden oder sind die überhaupt bis in eine Schublade gekommen? Also das geht zurück auf meine Antrittsrede an der Hochschule für Ökonomie Ende Oktober 1988, Antrittsrede als Rektorin. Ich habe da vieles gesagt, aber ein Satz, der steht heute in jedem Internet, der ist fest gemeißelt. Ich habe mir gesagt, die Wirtschaftswissenschaft hat wie jede Wissenschaft eine Bringschuld für die Gesellschaft. Jedenfalls, wenn sie staatlich finanziert wird, hat sie eine Bringschuld für die Gesellschaft. Diese Bringschuld ist uns nie abgefordert worden. Wenn wir mal etwas gemacht haben, womit wir nicht beauftragt waren, dann hieß es, das geht euch nichts an. Da habt ihr keine Ahnung, keine Informationen. Also beendet das. Also der Satz lautete, ich möchte, dass dieses große, leistungsfähige Kollektiv von Professoren bis zu Studenten künftig nicht nur im Nachhinein die weisen Beschlüsse der Partei bejubeln, habe ich wohl nicht gesagt, aber begrüßen muss und weitersagen muss. Sondern ich möchte, dass wir Gelegenheit bekommen, im Vorfeld daran mitzuarbeiten. Der Saal stand Kopf. Und ich sagte, und ich habe vor, dass wir, es war ein Wochenende, dass wir ab Montag werde ich Arbeitsgruppen bilden, an denen sich beteiligen kann, wer möchte. Und wir wollen mal aufschreiben, nicht weil wir meinen, wir sind die Besserwisser, sondern weil wir einfach fühlen, wir haben was zu sagen. Ob man das dann akzeptiert, ist eine andere Frage. Wir schreiben mal auf, was wir an Problemen sehen, wo wir Lösungsmöglichkeiten sehen, welche Zeit das kosten würde, welche Mittel das kosten würde und so weiter. Ein Riesenapplaus. Am Montag wurden 14 Arbeitsgruppen gebildet. Die Ergebnisse sollten für den 10. Parteitag der SED im Mai 1990 sein. Die wurden fertig. Wenn ich sie mir heute angucke, sage ich für die damalige Zeit ein bisschen kühn. Selbst aus späterer Sicht nach der Wende viel zu zahm. Aber das haben wir uns eben auch nicht getraut, damals zu sagen, also mit dem Hammer. Diese Studien haben wir dann verteilt an Sekretariate im Zentralkomitee der SED und an Minister gegeben. Von manchen kriegten wir wenigstens eine Eingangsbestätigung, von manchen gar nichts und andere haben gesagt, es geht euch nichts an. Also wir wollten nicht einen Wechsel des Systems, wir wollten keinen Kapitalismus, aber wir wollten schon Marktwirtschaft.
Marktwirtschaft war für mich nicht eine Gesellschaftsordnung, sondern ein Wirtschaftsprinzip. Und es war höchste Zeit, dass wir von diesen Planen nur in Naturalkennziffern, Wertkennziffern waren immer ein Stiefkind, dass wir davon wegkommen. Wir haben mit der sozialistischen ökonomischen Integration uns befasst, wo ich ja selber mal ein paar Jahre in Moskau war dazu, und weiß, dass diese Baugruppenspezialisierung zum Beispiel so ein hirnrissiges Projekt war. Absolut hirnrissig, ja. Nur damit jedes RGW-Land an etwas beteiligt ist, musste ein Mähdrescher eben in 7 Ländern hergestellt werden, nicht? Und andere Dinge. Das Chassis macht der und die Räder macht der und der Motor macht der und so weiter. Das passte am Ende alles nicht richtig zusammen und im Westen kaum absetzbar. Die wollten Made in GDR, aber nicht Made in Comic-Con oder so, ja? Mit nur solchen, die nur am Alten festhalten wollten, ging es eben auch nicht, ja? So, also Maueröffnung, Stoff tritt zurück, Motor kriegt einen Auftrag zur Regierungsbildung. Ich habe ihm damals, dem Hans Motor, den ich persönlich nicht kannte, aber ich habe zu denen gehört, die gemeint haben, wenn hier einer noch in die Speichen greifen kann, einen Versuch macht dazu, dann kann es eigentlich nur er sein. Ich schicke ihm also eine Gratulation zu dem Auftrag, den er hat, und hänge ihm und schreibe in dem Brief: Wenn Sie meinen, wir könnten etwas beitragen, wir würden bereitstehen, Ihnen zu helfen. Und lege ihm diese 14 Studien dazu. Am 13. war er gewählt worden. Am 15. bekam ich einen Anruf aus dem, heute sagen wir Protokollabteilung, damals hieß das Kaderabteilung des Ministerrates, ob ich denn am 15., also um 16 Uhr oder 16.30 Uhr, mich mit Hans Motor treffen könnte. Ich habe gedacht, Mensch, der hat den Brief schon gelesen. Er führt mich in sein provisorisches Arbeitszimmer, ein Tisch bedeckt mit 100.000 Papieren. Ich sehe aber meinen Brief da drauf und diese Studien, die waren ja ein bisschen dick. Und er sieht meinen Blick und sagt, ja, ja, darum wird es auch gehen. Aber mir geht es um ganz was anderes. Ich sage, worum geht es dir denn? Als er dann mich weich zu klopfen versuchte, ich habe am Anfang gesagt, also Hans, was du da mit mir vorhast, es ehrt mich zwar, aber ich bin da nicht die Richtige. Du brauchst für den Bereich Wirtschaft jemanden aus einem Kombinat. Nee, also mit denen lass mich in Ruhe, das kann ich selber. Ich brauche einen, der, und dafür hast du das Hinterland, der eine Wirtschaftsreform vorbereitet. Dann habe ich will die Ausreden, die ich gefunden habe, um mir das vom Hals zu schaffen, nicht alle wiederholen. Aber ich hatte viele Kadergespräche in meinem Leben. In dieses höchste Amt meines Lebens bin ich gekommen. Es dauerte knapp eine halbe Stunde, das Gespräch. Wir waren beide ganz allein. Sonst waren bei Kadergesprächen immer halbe Geschwader mit dabei. Ich habe also nicht fertiggebracht, ihm zu sagen Nein, aber ich habe auch nicht Ja gesagt. Und am nächsten Tag, am 16., erfuhr ich, ich stehe auf der Liste. Und am 17. stand ich da auf der Bühne im Palast der Republik. An dem Tag hatte mein zweiter Sohn Geburtstag. Ich werde das nie vergessen, ja. Und dann war sicherlich mein Vorteil, dass ich nicht der Nomenklatura angehört hatte. Und die Westpresse schrieb später, sie ist kein Apparatschick. Ich wäre mir selber untreu geworden, wenn ich ihm einen Korb gegeben hätte, obwohl ich das gerne getan hätte, denn ich wusste, was das bedeutet. Ne? Aber wer sich so weit aus dem Fenster hängt. Sagen Sie, Frau Luft, als Sie sich dann haben weichklopfen lassen von ja. Hans Motrow, ja. Wie war denn Ihre erste Bestandsaufnahme? Wir müssen, gerade weil es auf vielen Gebieten der Versorgung, auf Dienstleistungen, kleine Gebrauchsgüter, solche Dinge, wirklich Probleme gab. Wir müssen die 1972 von Günter Mittag enteigneten kleinen und mittleren Betriebe, privaten und halbstaatlichen, wir müssen die zurückgeben. Das war schon mal gar nicht in dem Ministerkreis gar nicht so doll
gelitten, weil die, also viele von denen, wir waren ja, ich glaube, 22 oder 23 Minister, davon waren 7 neu, ich auch. Die anderen kamen aus, hatten eine Historie und wollten natürlich auch nicht, dass das, was sie gemacht haben, war ja auch nicht mein Anliegen. Das, mir ging es darum, was können wir ganz schnell machen und Menschen auch zeigen, die machen was. Das haben wir veranlasst. Wir haben ein GmbH-Gesetz vorbereitet und erste Schritte gemacht zur Installierung, wonach privates Eigentum von unten entstehen konnte, kleines privates Eigentum. Denn wir hatten doch, wir hatten Schuster, wir hatten Bäcker, wir hatten ich weiß nicht was alles, die haben mir zu DDR-Zeiten schon immer ihr Leid geklagt. Das wollten wir auch ganz schnell beenden, um von unten wirklich für die Bevölkerung zu zeigen, das Angebot verbessert sich auch schon durch diese Sachen. Ein Joint-Venture-Gesetz haben wir gemacht. Da habe ich ganz viele graue Haare bekommen in der Zeit. Weil das hieß doch, also die DDR-Bevölkerung war doch nicht homogen. Es standen nicht alle auf der Straße und haben gesagt, wir wollen jetzt ganz was anderes, sondern viele haben gekämpft, wir wollen das alles erhalten. Für die war Joint Venture ein Eingriff in die bestehende Ordnung. Ne? Ich kann mich erinnern, dass wir fast jeden Abend im Johanneshof, da wohnte Hans Modrow, und hat dort einen Raum gehabt, wo die Wirtschaftsleute sich oft am Abend, später abends noch getroffen haben. Und da ging es auch um das Preissystem. War auch so ein Ding, so ein Tabu. Also am Ende haben wir was vorgeschlagen, was man verändern müsste. Das drang ein bisschen nach außen. Und dann hieß es am nächsten Morgen, auch die wollen uns jetzt hier. Dass wir immer geschrieben haben, wenn die Preise für, sagen wir mal, für Grundnahrungsmittel oder für Dinge des täglichen Gebrauchs erhöht werden, dann werden wir pro Kopf einen Lohn oder Renten oder Stipendienzuschlag und so weiter. Das wurde schon immer nicht mehr mitvermittelt, sondern nur das. Was am Ende übrig geblieben ist und durchkam, war, Preise zu erhöhen für Sträucher und für Blumen. Wir wollten nicht die großen Kombinate, etwa Hauruck, privatisieren. Das stand nicht auf unserer Reformliste. Wir wollten aus den großen Kombinaten, um auch die effektiver zu machen, Bereiche herauslösen, die nicht sozusagen zum Kerngeschäft gehören. Selbst Kantinen, Kulturhäuser und Ferienhäuser und so weiter hätten in einer anderen Form als unterm Kombinatsdach organisiert werden können. Jeder Tag war anders, ganz klar. Denn die Bevölkerung wusste, hier ist eine Situation, die kann ins Schwimmen kommen und wir wollen, je lauter wir einen bestimmten Ton senden, desto mehr muss die Regierung auch in dieser Richtung auf uns hören. Ja, jeder versuchte damals natürlich ein Stück, sagen wir mal, auf einen bestimmten Draht zu kommen. Da war ich vielleicht 10 Tage im Amt. Ich komme morgens, ich wohnte in der Spandauer Straße, konnte also zu Fuß zum Stadthaus gehen, kein Problem. Und ich sehe auf dem Wege eine Riesenkette von orangefarbenen Fahrzeugen. Das waren die Müllfahrzeuge. Die Müllmänner standen alle neben ihren Fahrzeugen. Ich hatte keine Ahnung, was soll das sein. Ich gehe in mein Arbeitszimmer, kommt eine Sekretärin und sagt, Sie müssen sofort darunter. Ich sage, warum? Ja, die wollen mit Hans Modrow sprechen, der ist aber unterwegs nach Sachsen. Ich sage, ja, dann gibt es doch aber noch Herrn Moritz, der ist für Kommunales verantwortlich. Der geht nicht. Na gut. Ich kürze das ab, ich komme runter, die sagen mir, was sie wollen. Die sagen, wenn wir nicht am Montag die Zusicherung bekommen, wir bekommen den Lohn wie unsere Westberliner Kolleginnen und Kollegen, dann werden wir nie mehr Müll abholen, ihr werdet im Müll ersticken. So ungefähr. Also die war eine Macht. Und ich habe meinen Lebtag große Achtung gehabt vor Menschen, die körperliche Arbeit machen. Habe ich von klein auf gehabt und die behalte ich bis an mein Lebensende. Ich habe sofort einen ordentlichen Ton mit denen angeschlagen, habe gesagt, ich habe meinen Mitarbeiter, der mit unten war, gesagt, du gehst jetzt rein ins Haus und bestellst einen großen Saal und bestellst Kaffee und Tee. Das war Nieselwetter, es war kühl. Ja, aber dann hatten sie natürlich das Anliegen,
Und wie wir das immer gemacht haben, leider immer so gemacht haben, wir bilden eine Arbeitsgruppe. Wir können hier, ich kann jetzt nicht zusagen, das wäre doch gar nicht meine Kompetenz gewesen. Ihr kriegt am Montag jeder 5 Mark mehr die Stunde, das geht doch gar nicht, kann ich nicht. Das sahen sie dann auch ein. Sie haben natürlich ein wenig Lohn mehr bekommen, aber das, was ihnen vorschwebte, der Westberliner Müllentsorger als Vorbild, das ging überhaupt nicht. Das hätte ja was losgetreten. Da wäre jede Berufsgruppe angekommen. Das ging gar nicht. Aber ja, also eigentlich war ich verantwortlich für die Wirtschaftsreform, aber täglich waren irgendwelche solche Sachen, die nebenbei gemacht werden mussten. Also ich persönlich war sehr, sehr froh, muss ich sagen. Manche haben das anders gesehen, dass es in dieser Zeit einen runden Tisch gegeben hat. Ich war darüber froh. Der hat zur politischen Stabilisierung der Situation sehr beigetragen. Denn die da nicht immer so überkochten, sondern auch eine realistische Position hatten, haben in ihren Kreisen dann mit dafür gesorgt, dass man nicht Hauruck-Forderungen stellen kann und erwarten, morgen früh sind die alle erfüllt. Also erstens bekamen wir eine Reihe von Informationen über den runden Tisch, über die dort Vertretenen. Frau Boley zum Beispiel war zweimal bei mir in der Zeit und brachte also Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler hätten erfahren, dass dort und dort und dort Manager aus der BRD und Kombinatsdirektoren oder nicht nur Direktoren, auch andere sind schon dabei, für die Zeit nach, wenn alles gelöst ist, zu verteilen, wer beteiligt sich an was und so weiter. So, ich konnte das nicht nachprüfen, aber das war ein Signal, dass etwas geschehen muss, um zu verhindern, dass Volkseigentum schon verteilt wird. Ich musste 4 oder 5 Mal an den runden Tisch, im Gegensatz zu anderen, die mussten gar nicht. Modrow kam öfter, aber ich auch. Herr Schult vom Neuen Forum, der hat mich eines Tages dort auseinandergenommen. Es war toll, eben wegen so eines Joint Ventures. Ich kriegte von verschiedenen Seiten Prügel. Einmal, weil ich gesagt habe, 49% bei Großunternehmen kann die Beteiligung des Westens sein. Das fanden ja nun viele erstens schon zu viel und zweitens andere sagten, na, mit 49% kannst du dir den Hut stecken, kommt keiner. Man musste schon allerhand Nerven aufbringen, aber gut, mit nur solchen, die nur am Alten festhalten wollten, ging es eben auch nicht. Ja? Ich bin auch mit Herzklopfen hingegangen, weil man nie wusste, was passiert, aber die drei Kirchenleute, die das geleitet haben, haben das wunderbar gemacht. Ich habe den runden Tisch geschätzt in der Zeit. Der runde Tisch im Übrigen hat die Modrow-Regierung beauftragt, wenn ihr nach Bonn fahrt, dann nehmt ihr als Auftrag vom runden Tisch mit, ihr sollt 15 Milliarden mitbringen. Die für die DDR hatte die Grenzöffnung, das Runterreißen der Mauern fast allein bezahlt. Die raubten uns aus sozusagen über die Billionpreise. Das fasste der runde Tisch. Wir waren auch für 15 Milliarden, aber dort kriegten wir richtig den Auftrag mit. Das hat die in Bonn überhaupt nicht beeindruckt. Ja? Aber viele linke Leute in den alten Bundesländern, die waren doch also auf der Seite eher, die DDR ist jetzt dabei, den Sozialismus zu verraten. Damit haben wir ganz lange auch nach der Wende zu tun gehabt. Die wussten alle, was man hätte machen sollen, aber man kann immer in einer konkreten Situation auch nur Konkretes machen. Was mir in Erinnerung ist, dass Wilhelm Hankel, ein bei weitem nicht Linker, aber ein unerhört Professioneller, der hat geschrieben, also als das Angebot von Kohl dann kam mit der Währungsunion, das würde die absolute Katastrophe bedeuten. Man kann nicht über die Währung zwei Länder vereinen, zwei Staaten. Im Innern standen Menschen auf der Straße und forderten dies und das und jenes. Der Westen befeuerte sie und im Osten verloren wir nach und nach die Unterstützung. Wir haben die Sprache wiedergefunden,
Und die Welt kennt seitdem dieses verschlafene Land nicht wieder. Kann man sagen, die Modo-Regierung hat getan, was sie tun konnte. Und es gibt auch aus heutiger Sicht keine Punkte, Weggabelungen, wo man heute sagen würde, wenn wir da in die Richtung so abgebogen wären, wäre es vielleicht noch anders gekommen. Die Modo-Regierung war ja eine, die nicht nach einem Wahlkampf verschiedener Parteien, die schon immer ihre Konzepte vorgestellt hätten, im Wahlkampf entstanden, sondern ad hoc. Das ist eine Situation, die passiert so oft nicht in der Welt. Das war musste ein Zusammenraufen im laufenden Prozess werden. Also unter diesen Bedingungen zu arbeiten, wünschte ich keiner Regierung wieder. Und dann der Einfluss des Westens. Der Einfluss des Westens, der sozusagen nicht nur abends am Fernsehen dabei war im Wohnzimmer, sondern auch richtig beschallt hat. Dann unsere Bruderländer. Die Sowjetunion hatte nicht erst in dieser Zeit, sondern schon im Grunde manchmal in den 70er Jahren, vermehrt in den 80er Jahren, die Hand weggezogen, immer ein Stück weiter von dem Faustpfand DDR, was sie 40 Jahre im Kampf gegen den Imperialismus benutzt hat. Was nicht nur die politische Unterstützung ins Wanken brachte, sondern auch ökonomisch gekostet hat, wenn ich an die Erdölpreiserhöhungen denke und die Reduzierungen von Erdöllieferungen. Oder die Polen und die Ungarn lehnten es ab, auch in der Zeit, in der ich dabei war, uns Pfirsiche und Tomaten und ihr tolles Gemüse für transferable Rubel weiterzuliefern. Ja, das können wir auch für Dollar verkaufen. Ich musste im Februar 1990 nach Budapest fliegen, weil die hatten zugesagt, im Jahresplan stand das drin, ihr liefert uns Icarus-Busse. Die dachten gar nicht dran. Im Innern standen Menschen auf der Straße und forderten dies und das und jenes. Der Westen befeuerte sie und im Osten verloren wir nach und nach die Unterstützung. Und das muss man in Betracht ziehen, wenn man das, was die Modo-Regierung hinterlassen hat, mal bilanziert. Dass es unter diesen Bedingungen gelungen ist, dass kein Tropfen Blut geflossen ist, ich glaube, das gehört zu den größten Leistungen und Hinterlassenschaften. Und da hat Hans Modo als Person auch einen großen, großen Anteil. Dass es am Ende nach langem, langem Kampf auch mit der Sowjetunion gelungen ist, die Bodenreform zu sichern, ist so etwas, was die Landwirte nie vergessen haben. Die Landwirte, die damals in der Bodenreform 8 Hektar, meistens waren es 8 Hektar, kriegten, konnten die behalten. Was damals volkseigener Boden war, der ging dann später in die Treuhand. Und wir haben gemerkt, was damit dann passiert ist. Also es gab schon Dinge, die wir hinterlassen haben, gemessen an dem, was Menschen erwartet haben, sicher nicht genug, aber ich betone, ich will das alles nicht beschönigen, aber wir haben eben unter unerhört komplizierten inneren und äußeren Bedingungen gearbeitet und trotzdem haben wir nicht gesagt, wir kapitulieren, sondern wir stellen uns, als Hans Modrow mich geworben hat. Und ich meine Einwände brachte, ich habe Familie, ich habe einen Beruf, den mache ich gern und ich war gerade Rektorin geworden. Ja, das kann ich alles verstehen, aber geh mal davon aus, mehr als ein halbes Jahr wird man uns nicht geben. Trotz allem war es eine schöne Zeit? Ja, ich habe das mal in meinem ersten Buch, was ich geschrieben habe, das habe ich bezeichnet zwischen Wende und Ende. Und in dem Wende war das erste E groß geschrieben. Ich wollte damit sagen, in der Wende war das Ende der DDR, die wir kannten, angelegt. Aber dass es dann so gekommen ist, wie es kam, das habe ich damals auch nicht geahnt. Ich möchte die Zeit nicht missen. Ich habe unerhört viele Menschen kennengelernt und deren Gehabe und Veränderungen und vieles habe ich gelernt. Ich möchte sie aber auch nicht wiederholen. Wir wussten aber damals nicht den Marktwert des Volkseigentums. Wir wussten den Substanzwert. Die Gründung der Treuhandanstalt
war ja ein Vorschlag der Oppositionsgruppen. Das ist, glaube ich, was, was man heute immer mal wieder ins Gedächtnis rufen muss, weil das so klar eigentlich nicht ist. Demokratie Hetz hat den Vorschlag gemacht. Wie haben Sie den denn gefunden? Wie haben Sie den bewertet? Eine Treuhand wird gebildet, wenn staatliches Eigentum von Dritten verwaltet werden soll. Und das wollten wir nicht. So, nun schritt die Zeit voran und der von mir sehr geschätzte Wolfgang Ullmann brachte Beraten von Schweizer Leuten und auch von einigen aus der früheren DDR. Am 12. Februar, glaube ich, war das 1990, diese Treuhandidee am runden Tisch vor. Nicht nur die Treuhandidee, sondern er wollte, unterstützt von seinen Anhängern, dass das Volksvermögen der DDR, erarbeitet von DDR-Menschen, diesen Menschen bleibt. Und er hatte die Idee mit den Anteilsscheinen. Ich sage es, wie ich es empfunden habe. Emotional stand ich der Sache total nah. Weil eben, wie gesagt, wer soll sich das unter den Nagel reißen, was andere Menschen unter schwierigsten inneren und äußeren Bedingungen erarbeitet haben. Aber wir hatten den 12. Februar und am 18. März waren die Wahlen. Man hätte Harakiri machen können und hätte auf einen Anteilsschein eine Summe geschrieben. Wir wussten aber damals nicht den Marktwert des Volkseigentums. Wir wussten den Substanzwert. Ich wusste auch nicht, soll die Zahnarztgattin, die wir so oft bemühen, die ihr Lebtag nicht eine Hand gerührt hat und Volkseigentum nicht mitgeschaffen hat, soll die den gleichen Anteilsschein bekommen wie eine Frau, die 30 Jahre am Fließband gestanden hat unter schwierigen Bedingungen. Vor allen Dingen aber die DDR-Wirtschaft brauchte Zufluss an Finanzen und nicht Verschenken eines Teils. Aber wir haben nicht nur den Begriff dann aufgegriffen, Treuhand, sondern das Anliegen von Ullmann, das Vermögen gehört den Ostdeutschen, war im Treuhandgesetz, das war kein Gesetz der Motorregierung, muss man auch mal sagen. Ein Gesetz zu machen fordert Monate, wenn man es ordentlich macht, parlamentarisch. Wir hatten nicht diese Zeit. Es war ein Beschluss der Motorregierung. Und da stand eben drin, die Treuhand hat die Aufgabe, das Volkseigentum im Interesse der Allgemeinheit zu bewahren. Uns war wichtiger, Menschen behalten ihre Arbeit, als sie haben einen Anteilsschein. Hätten wir einen Anteilsschein ausgegeben, sagen wir mal, wie die SPD wollte, 40.000 Mark stehen dort drauf. Frau Breul hätte am Ende sagen können, das ist euer Schuldschein. Motor hatte zwei Tage bevor die Wahl war, das ganze Kabinett zu einem Mittagessen eingeladen und bedankte sich bei den Ministern. Es stand zu einer Dankesrede an Modrow und die Kollegen Romberg auf von der SPD. Das war für uns ein Zeichen, die SPD rechnet damit, die Wahl zu gewinnen. Ich habe es persönlich auch wenigstens gehofft. Neben mir saß de Maizière, der war damals noch so dünn und so der pickte da ein bisschen von seinem Teller. Der hat nie damit gerechnet, dass er ein paar Tage später diesen Rucksack bekommt. So, er bekam ihn. Und für die Westdeutschen stand immer fest, die Privatisierung des Volkseigentums und die Währungsunion sind ein Jungtim. Also wenn die Währungsunion kommt, brauchen wir sozusagen ein Pfand, weil es ja Aufwendungen macht für uns. Und das ist die Privatisierung des Volkseigentums. Dann brachte de Maizière an die Volkskammer sein Gesetz, das wie gesagt nicht auf seinem Mist gewachsen war, sondern ein Diktat war, hat er auch offen zugegeben. Ich war damals, was man im Leben alles werden kann, ich wurde in der Volkskammer Vorsitzende des Haushaltsausschusses. Wir waren die größte Oppositionsfraktion und der steht immer dieser Posten zu. Ich war also im Haushaltsausschuss und ich war gleichzeitig im Wirtschaftsausschuss. Und wir haben natürlich den Ministerpräsidenten im Wirtschaftsausschuss vorgeladen, damit er bestimmte Positionen der Opposition anhört und möglichst noch hineinbringt in das Gesetz. Er hat gesagt, also ich kann hieran nicht mehr viel ändern. Das ist sozusagen, das ist das Diktum
der Westseite, sonst gibt's das andere nicht, die Währungsunion. Wir haben viele Dinge vorgebracht, aber zwei sind berücksichtigt in dem Gesetz, das er dann daraus machen musste. Zum einen, dass Kommunen mehr beteiligt werden an dem, was bisher Volkseigentum ist. Das ist aufgenommen worden auf Druck der Opposition. Und das Zweite, dieser, wenn auch unerhört vage formulierte Satz, wenn nach Bestandsaufnahme und Bewertung und Umstrukturierung der Industrie und so weiter die Treuhand noch Erlöse hat, dann kann man darüber reden, ob die DDR-Bürgerinnen und Bürger, die bei der Währungsunion durch den Umtausch Geld verloren haben, ob die daraus entschädigt werden. Ansonsten kam das durch, was der Westen vorgegeben hatte. Es war doch eigentlich klar, dass bei diesem Auftrag, der ja dann im Gegensatz zum ersten Auftrag das Volkseigentum wahren und im Interesse der Allgemeinheit verwalten, der eigentliche Auftrag dann, Eigentumsverhältnisse so schnell wie möglich anzugleichen. Und anzugleichen ist ja eigentlich auch ein Euphemismus gewesen, weil es ging ja in dem Sinne nur darum, die eine Seite komplett sozusagen so zu gestalten. War doch eigentlich klar, dass das für unglaublich viele Menschen, Betriebe, vorhandene Strukturen sozusagen das Todesurteil erstmal war. Ich müsste noch einmal zurück zu diesem Besuch der Motorregierung in Bonn im Februar 1990. Die ließen dort keinen Zweifel daran, dass man 1:1 die Weststrukturen zu übernehmen hat. Denn es war ja mittlerweile bekannt, das sogenannte Schürer-Papier, in dem Insider der DDR-Wirtschaft, sozusagen die Kronzeugen, wurden für die Polemik der Westpolitikerinnen und Politiker uns gegenüber. Die haben geschrieben, wir haben 49,9 Milliarden Schulden, wir müssen die Inlandsversorgung also unerhört reduzieren, damit wir Produkte haben, die wir im Westen verkaufen können. Das alles hatten die doch gelesen und behandelten uns so wie, ihr habt doch gar nichts mehr zu sagen, was wollt ihr denn, ihr seid doch total pleite. Ich will nichts beschönigen, es ging uns nicht gut, aber diese Ziffern wurden später alle korrigiert und nicht nur von DDR-Menschen, sondern bis zur Bundesbank. Das interessierte aber niemanden und darum haben sie auf Tempo gedrängt. Wir wollen, und diese Treuhand, die muss, Frau Breul hat immer daraus gemacht, sie muss in 4 Jahren alles privatisiert haben. Es steht tatsächlich ein 4-Jahres-Zeitraum in dem Treuhandgesetz, aber nur als erster Kreditrahmen für die Treuhand. Den Kreditrahmen hätte man ja verlängern können. Aber Frau Breul hat daraus gemacht, sie muss in 4 Jahren fertig sein. Und was das bedeutet, wenn man unter Zeitdruck gewissermaßen eine Zwangsversteigerung macht, dann kommen eben Ergebnisse heraus, die dann herausgekommen sind. Wettbewerbsfähigkeit war das Wort, ihr seid nicht wettbewerbsfähig. Wir waren in der Tat auf vielen Gebieten nicht wettbewerbsfähig gemessen an der alten Bundesrepublik, die in Europa und auch in der Welt sozusagen an der Spitze stand. Gegenüber vielen anderen kapitalistischen Ländern waren wir schon wettbewerbsfähig. Die Westseite hat sich immer nur auf den Schürer-Bericht bezogen. Ihr seid pleite, ihr habt hier nichts mehr zu sagen. Und von wegen, wir sollen erstmal genau hingucken, was ein Unternehmen kann und was daraus noch gemacht werden kann, das spielte keine Rolle. Dieser Führerbericht ist sozusagen zu einer explodierenden Bombe geworden. Das haben die vermutlich nicht sich so gedacht, aber es ist so geworden. Ich erinnere mich, Sie erwähnen in Ihrem Buch, in Ihrem Treuhandreport, das sogenannte Enthemmungsgesetz. Also Gesetze, in denen nochmal zusätzlich Beschleunigungsmöglichkeiten geschaffen worden sind. Mit zunehmendem Agieren der Treuhand gingen ja Leute auch auf die Straße, weil sie merkten, wir werden hier rausgeschmissen und keiner kümmert sich um uns, was aus uns wird. Die dollsten Gaunereien waren passiert. Bischofferode ist ein Beispiel, aber auch Wärmekraftanlagenbau hier in Berlin, wo ein Schweizer, der zu Hause eine 8 Beschäftigten Firma hatte, kauft hier
einen Betrieb, der hatte eine dreistellige, eine vierstellige Zahl von Mitarbeitern. Also man fragt sich, wie ist das mit? Also die Gaunereien nahmen zu, wurden auch mehr und mehr publik. Und die Treuhand wollte auch im Auftrag der Bundesrepublik, der Bundesregierung, möglichst schnell fertig werden, weil sie wollte aus der Schusslinie. Manager bekamen Boni für beschleunigte Privatisierung. Sie wurden haftungsfrei gestellt, selbst für grobe Fehler. Also ich will damit sagen, ich habe auch immer die Treuhand kritisiert, aber immer mit dem Zusatz, das geschah unter den Augen und mit Duldung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat sozusagen Flankenschutz gegeben, indem sie auch dieses Rückgabe vor Entschädigung verordnet hat. Das hat doch so viel Verzögerung beim Suchen von neuen Investoren hervorgebracht. Das, mitunter sind Jahre verloren gegangen. Das bedarf heute noch einer Untersuchung, denn das sind kriminelle Sachen sozusagen gewesen. Aber über dem allen stand ja wahrscheinlich sozusagen der Grundfehler, wie das angelegt worden ist, nämlich dass man gesagt hat, Privatisierung geht auf jeden Fall vor Sanierung. Ja. Egal wie der Zustand der jeweiligen Einrichtungen, Betriebe ist. Und dann kam im Januar 1991 ein Treuhandpräsidialausschuss in Köln zusammen, auf dem Herr Köhler, damals Finanzstaatssekretär bei Weil, die Eingangsrede hielt. Und aus der Rede ist bekannt, kann man auch nachlesen, dass er dort gesagt hat, also macht mal ein bisschen Tempo in der DDR-Wirtschaft, in der DDR-Industrie im Besonderen, muss auch mal gestorben werden, da muss auch mal Blut fließen. Die Treuhand ist eine politische Veranstaltung. Sie haben schon 1992, was ich mutig finde, 1992 haben Sie den Treuhandreport, also als Buch, ist das Buch erschienen. Das heißt, da haben Sie schon eine sehr umfangreiche Analyse und Einschätzung dessen, also der Arbeit dieser Anstalt gegeben. Wenn Sie sich den heute angucken, käme der Verlag zu Ihnen und würde sagen, wir wollen das nochmal auflegen. Müssten Sie viel ändern? Wenn ich mir das heute angucke, sage ich mir, ich muss an dem Ganzen nichts ändern. Weil ich wusste natürlich nicht, was wird in 2 Jahren, wie wird das dann aussehen. Aber es ist im Grunde so gekommen, weil die Struktur war so, dass sie nur so enden konnte. Aber ich würde heute, was ich vorhin schon angefangen habe zu sagen, stärker betonen, man muss die Treuhand kritisieren für viele Dinge, aber ihr wurde das Terrain bereitet durch die Bundesregierung, vor allen Dingen durch das Finanzministerium. Das würde ich heute noch viel mehr ausbauen, damit es nicht bei einer Institution hängen bleibt, sondern das war eine politisch gewollte Richtung, die dort eingeschlagen wurde. Heute würde ich sicherlich auch ein paar gelungene Dinge hineinschreiben. Gelungen ist aber eigentlich weniger, weil die Treuhand das so wollte, sondern weil es Menschen gab, die hartnäckig mit großer Kompetenz gekämpft haben, lange auch gegen die Treuhand und am Ende dann deren Einverständnis erlangte. Ich erinnere mich an das ECO, Eisenhüttenkombinat Ost, wo Karl Döring, ein gestandener Kombinatsdirektor mit unerhört guter Beziehung zur Ukraine und zur Sowjetunion, der dafür gesorgt hat, dass Stahl geliefert wurde von der Sowjetunion und dass Abnehmer weiter Stahl von Eisenhüttenstadt nahmen. Uns in eine Marktwirtschaft zu stoßen, ohne für Markterhalt oder Neugewinnung zu sorgen, war doch bestenfalls ein Witz. Ich bitte Christa Wolf. Und dies ist für mich der wichtigste Satz dieser letzten Wochen. Der tausendfache Ruf, wir sind das Volk. Zwei Staaten über eine Währung zu vereinen, das müsste nun inzwischen klar sein, das geht nicht. Da gab es auch genügend Warnungen von Ökonomen.
nicht nur des Ostens, sondern auch des Westens. Es kann auch nicht sein, dass wenn zwei sich vereinen, es wäre so, als wenn zwei Menschen heiraten und einer sagt, du musst genauso werden wie ich, dann klappt das nicht, dann geht das nach kurzer Zeit zu Ende. Und diese Ideologie gab es aber. Wir geben das Geld und ihr werdet wie wir. Wirtschaft muss eine soziale Funktion haben. Wenn sie die verliert, wird sie zum Selbstzweck. Das ist leider in der Zeit sehr geschehen. Wirtschaft muss aber auch effektiv sein, freilich. Die kann nicht über voluntaristisch gebildete Preise über Wasser gehalten werden. Also es gibt viele Dinge, die man aus dieser Zeit ganz besonders lernen kann. Und man muss immer versuchen, Menschen, heute heißt das immer mitzunehmen, ich finde das Wort schlimm, aber man muss Demokratie bewahren und beachten, damit Menschen von sich aus bereit sind, etwas mitzumachen und nicht fühlen, sie kriegen was oktroyiert und gehen dann sowieso schon gleich in eine Abwehrhaltung. Am Ende bin ich eigentlich ganz froh, dass Leute heute immer noch sagen, haben sie ganz gut gemacht.